Gut, willkommen zum Disney Infinity 2000 Abonnenten Gewinnspiel. Ja, Freunde, endlich haben wir die 2000 Abonnenten erreicht. Wir sind sogar jetzt schon ein wenig drüber. Und ja, Disney hat mir dafür ein kleines Paket geschickt als für Gewinnspiele. Und einige haben bestimmt schon das Bild, das ich gepostet habe auf Facebook oder Instagram, gesehen und wussten ja deswegen auch, dass es schon bald ein Gewinnspiel gibt. Und erstmal muss ich sagen, Freunde, ihr könnt euch auch ein bisschen gratulieren, ne, für 2000 Abonnenten. Ne, können wir damit sagen, dass wir Deutschlands größter Disney Infinity Kanal sind. Neben uns gibt es nur noch einen Kanal, nämlich Frank und Eva, und alles andere ist nichts. Das heißt, wir sind die Macht, Freunde. Wir sind die Macht mit Disney Infinity. So muss das sein, ne? Und ja, als kleines Dankeschön, wie gesagt, gibt es jetzt heute ein schönes Gewinnspiel. Und das Gewinnspiel hat einen folgenden Namen, nämlich Whitey, ich weiß, was wir heute tun werden. Einige wissen bestimmt schon, von welcher Spruch, von wem, in welcher Serie das ist. Ist natürlich Phineas und Ferb, ist ja ganz klar. Und immer wenn man so ein kleines Phineas und Ferb Gewinnspiel, ne? Phineas und Agent P besser gesagt. Aber bevor ich euch sage, was ihr zu tun habt, kommen wir erstmal zu den Gewinnen, Freunde. Ne? Zeige euch erstmal, was ihr gewinnen könnt. Es gibt drei Preise zu gewinnen, also drei kleine, schöne Pakete. Und wir fangen mal mit dem dritten Preis an. Und zwar kann der dritte Preis einmal eine Wendell-Figur. Ne? Dazu gibt es drei schöne Pakete Bonusmünzen. Dazu gibt es einen wunderschönen Schlüsselanhänger von Disney Infinity. Obendrauf gibt es noch ein T-Shirt in Größe S. Ja, Freunde, Größe S habe ich jetzt zweimal bekommen. Wenn er jetzt größer gewesen wäre, hätte ich schon angezogen. Wisst ihr, was ich meine? Aber Größe S, Freunde, sollte euch ja wohl passen, gehe ich mal von aus. Das gibt es obendrauf für den dritten. Ne? So, als zweiten Platzierten gibt es zwei Figuren. Einmal Vanellope und einmal der Hook. Dann gibt es obendrauf zwei Pakete Bonusmünzen, ein Schlüsselanhänger und eine Tasche, Freunde. Eine wunderschöne Tasche, ein Turnbeutel mit Disney Infinity Motiv. Muss ich sagen, sieht doch wohl geil aus, Freunde, oder? Das sieht ja wohl hammergeil aus. Das gibt es für den Zweitplatzierten. So, Freunde, und jetzt kommt der Erstplatzierte, Freunde. Jetzt geht's los. Ist ja Phineas und Ferb Gewinnspiel, deswegen ist ganz klar. Gibt es, zack, Phineas und Agent P Double Pack zum ersten Platz. Wenn ihr Phineas und Agent P noch nicht gesehen habt im Spiel, ne, dann schaut mal in der Beschreibung. Dort findet ihr mehrere Links, wo ich euch die Figuren unboxe oder auch vorstelle. Wir haben ja auch schon eine Phineas und Ferb Toybox gebaut. Und ja, die kommt sehr gut an, muss ich sagen. So, obendrauf gibt es eine Phineas und Ferb Mission Marvel DVD. Ist, glaube ich, die neue DVD jetzt. Könnte passieren, dass die offen zu euch ankommt. Denn, Freunde, ne, wenn sie schon mal hier liegt, ihr kennt mich ja, ich bin ein großer Phineas und Ferb-Fan, ne, mache ich sie doch mal auf und schaue sie mal an. Ne, aber ich gehe mal von aus, habt ihr kein Problem mit. Ne, kommt auf jeden Fall heil und sicher dann zu euch an. Die DVD gibt es oben auf den Erstplatzierten. Dann ein Paket Bonusmünzen, einen Schlüsselanhänger. Und, Freunde, wenn ihr glaubt, das war's, nein. Oben drauf gibt es natürlich ein T-Shirt und auch so eine Tasche. Das ist der Erstplatzierte, Freunde, ne? Da lohnt es sich doch auf jeden Fall mitzumachen, nicht? Bei so schönen Preisen würde ich sagen, da kann man doch mal gediegen mit starten hier. So, ich mache mal ein bisschen Platz hier auch für mich am freien Mann. So, Freunde, ja. Und was müsst ihr dafür tun? Wie gesagt, das Gewinnspiel lautet Whitey, ich weiß, was wir heute tun werden. Und einige können sich bestimmt schon denken, was jetzt kommt. Phineas und Ferb, die erfinden ja immer so richtig geile Sachen. Ne? Mal so eine Rennstrecke durch die Stadt, eine ganze Pinball-Automat in der ganzen Welt und so, wisst ihr, was ich meine. Ne? Und ich möchte, dass ihr das auch tut. Ja. Und ihr sollt was erfinden, ne? Also was richtig Geiles, und sollt das dann malen. Ne? Und dann solltet ihr mir natürlich auch noch eine Beschreibung dazu schreiben, was das Ding, was eure Erfindung kann, was man damit tun kann oder wie ihr da drauf gekommen seid. Eine schöne Beschreibung dazu. Und ganz oben bei der Beschreibung als ersten Satz soll stehen, Whitey, ich weiß, was wir heute tun werden. Das ist doch wohl eine geile Aufgabe, nicht, Freunde? Also, lasst eure Kreativität freien Lauf. Das ist wie so ein Malwettbewerb, ne? Bloß mit so einer kleinen Erfindung. Ne, also so ein Phineas und Ferb-Style-Erfindung, ne, richtig cool. Ihr habt zwei Möglichkeiten, mir diese Zeichnungen, eure Skizze mit Beschreibung zu schicken. Entweder scannt ihr das Ganze ein
und schreibt mir das per E-Mail, schickt mir das per E-Mail, dann bitte an folgende Adresse egowhitey@hotmail.com. Oder ihr sagt, okay, komm, ne, lass den Whitey das mal schön in der Hand haben, dann sieht er das besser. Ne? Schicke ich ihn das zu seinem Fanpost, zu seiner Fanpostadresse, dann bitte an diese Adresse Marcel Zierpka, Postfach 1123 in 45732 Oerkenschwick. Dort könnt ihr mir das dann hinschicken an meine Postfachadresse. So, und weil das ja Erfindung ist, lassen wir uns ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, Freunde, 15. Juni ist ein Sonntag, ist Einsendeschluss. Heißt, alles, was bis Sonntag bei mir ist, wird natürlich berücksichtigt. Dann schaue ich mir alles in Ruhe an, lass mir alles schön durch den Kopf gehen und dann suche ich die Gewinner aus, die werden dann im Laufe der Woche dann kommen. Also, ihr habt jetzt über einen Monat Zeit. Lasst euch was Geiles einfallen, ne? Macht euch schon mal Notizen und so, wenn euch jetzt gerade was spontan in den Kopf fällt. Und dann würde ich sagen, Freunde, freue ich mich auf eure Erfindungen. Denkt an den Satz in der Beschreibung, Whitey, ich weiß, was wir heute tun werden. In dem Sinne, Freunde, bin ich raus. Ne? Alle Informationen gibt es natürlich nochmal unten in der Beschreibung, alles ausführlich erklärt. Ich wünsche euch viel Glück, ich freue mich auf eure Einsendungen und dann würde ich sagen, Freunde, bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten, Zuhören, alles andere auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann würde ich sagen, Freunde, haut da rein, bis zum nächsten Mal.